Kapitel 23. Selenes schrilles Kreischen war außerordentlich befriedigend. Sie dann mit einem überraschten Uff auf dem Boden aufschlagen zu hören, war absolut unbezahlbar. Ich verschwendete keine Zeit, sondern steuerte sofort auf Rook zu. Meine Wölfin sorgte bei jeder unserer Bewegungen für Tempo. Selene hatte nicht erwartet, dass Emmen in ihrem Schoß landen würde. Aber ich hatte ihn kraftvoller geworfen, als selbst ich es mir zugetraut hatte. Der Absturz würde Selene einige kostbare Sekunden kosten, die ich dazu nutzen wollte, meinen Gefährten zu befreien. »Geh sofort von mir runter!« schnauzte sie den Vampir an, der auf ihr gelandet war, und verlieh ihrer Forderung mit einem wütenden Tritt zusätzlich Gewicht. Emmen krachte gegen die Wand auf der gegenüberliegenden Seite. Blitzschnell erklomm ich unter Einsatz meiner Klauen die Höhlenwand. Sobald Selene mit Emmen fertig wäre, würde sie auf mich losgehen. Aber ich hoffte, ich wäre ein zu schwer treffendes Ziel. Ich hastete zu dem höchstgelegenen Felssims. Wenn ich es schaffte, Rook hinunterzulassen und die silbernen Wundspreizer zu entfernen, könnte er sich genug erholen, damit die Wunden heilten. Ich hoffte es inständig. Im Laufen beäugte ich die Ketten. Sie waren ebenfalls aus Silber. Sie anzufassen wäre kein Spaß. Es würde brennen wie die Hölle, sei's drum. Ich sprang, hechtete durch die Luft, um das letzte Stück bis zu den Ketten zu überbrücken. Fels explodierte mit enormer Energie über meinem Kopf. »Bleib bloß weg von ihm!« schrie Selene. »Du kannst ihn nicht retten! Er steht unter meinem Bann und die Ketten sind mit einem Zauber belegt. Für dich wird er nicht erwachen, kapiert?« Ich ignorierte sie völlig. »Halt!« Sie klang, und das war Musik in meinen Ohren, mit einem Mal ziemlich verzweifelt. In dem Augenblick, in dem meine Fingerspitzen mit den Ketten in Berührung kamen, fing die Haut an meinen Händen an Blasen zu werfen. Also klemmte ich die Ketten mit dem Unterarm ein, statt sie mit den Händen zu greifen. Dort schützte mich mein Langarm-T-Shirt vor dem direkten Kontakt mit dem Silber. So rutschte ich die Ketten hinunter. Erst als ich unten ankam und auf Rooks Stiefelsohlen landete, reagierte ich auf Selene und rief ihr mit voller Überzeugung zu. »Du hattest nie die Absicht, Rook zu töten. Warum solltest du das tun, obwohl du ihn für dich allein haben kannst, wenn ich erst aus dem Weg bin?« Ihr Aufschrei erzählte mehr als 1000 Worte. »Du weißt gar nichts, du elende Missgeburt! Ich bringe euch beide um. Wart's nur ab!« Sie schoss einen Energieblitz auf mich ab, aber er ging weit daneben. 1,5 Meter links von mir schlug er in den Fels ein. Allein, dass ich Körperkontakt zu Rook hatte, brachte in meinem Körper alles zum Klingen. Meins. Als wäre ein Gong angeschlagen worden, ließ das Verlangen jede Zelle in mir vibrieren. Meine Wölfin hatte ja sowas von Recht gehabt. Ich hatte mir nie erlaubt wahrzunehmen, wie stark meine Gefühle für ihn waren, weil da etwas in mir war, das ich hatte beschützen wollen, etwas sehr Zerbrechliches. Deshalb hatte ich die Gefühle tief in meinem Herzen verschlossen. Derart intensive Gefühle waren gefährlich. Auch jetzt musste ich mich von ihnen verschließen, wollte ich nicht völlig von ihnen überwältigt werden. Selene hatte nicht gelogen. Die Ketten waren mit ihrer Magie förmlich durchtränkt. Die Magie schlug nach mir wie Peitschenschnüre. »Wir müssen den Fluch brechen. Kannst du dir irgendeinen Reim daraus machen, welche Art von Zauber das ist?« Meine Wölfin knurrte. Selenes Magie kroch mir bereits unter die Haut. »Wir müssen uns beeilen.« »Ihr beide seid schon so gut wie tot.« Anstatt noch einmal einen Magieblitz nach mir zu werfen, flog Selene, jetzt offenkundig auf 180, auf uns zu. Ihr Porzellangesicht war derart wutverzerrt, dass sie aussah wie eine Kreuzung zwischen einer Barbiepuppe und dem Leibhaftigen. Ich strengte mich unglaublich an, den Fluch zu brechen, aber so leicht und schnell wollte mir das nicht gelingen. Um mir ausreichend Halt zu verschaffen, umschloss ich nun doch mit beiden Händen die Ketten. Meine Handflächen zischten wie Fleisch in einer zu heißen Pfanne. Sollte Selene uns zu nahe kommen, wollte ich sie mit einem Fußstoß abwehren, doch sie jagte nach oben davon und entging meinem Tritt. Ehe ich begriffen hatte, wo sie geblieben war, war sie schon hinter mir. Die einzige Vorwarnung war ein Aufschrei. Doch schon im selben Moment traf mich ihr Magiestoß im Rücken.
Ich schlug auf dem Höhlenboden auf, ehe ich wusste, dass ich fiel. Der Aufprall trieb mir sämtliche Luft aus den Lungen. Meine Wölfin war außer sich, winselte und schnappte nach den roten Linien, die sich in meinem Sein breit machten. Gleichzeitig drängelte sie, ich sollte gefälligst machen, dass ich auf die Füße und wieder hinauf zu Hu käme. »Ich versuch's ja. Sieh zu, dass du erstmal mit Selines Band fertig wirst.« Von hoch oben hörte ich Selines Stimme und ich blinzelte durch ein halbgeschlossenes Lid hinauf. »Das war eine leichte Übung. Fein. Ich hab dir ja gesagt, du bist gar keine Gegnerin für mich.« Jetzt stand sie auf den Sohlen von Wooks Stiefeln, genau dort, wo ich eben noch gewesen war. Zorn kochte in mir hoch. »Weg von ihm, Dreckstück!« Sie hatte uns mit demselben Todesbann belegt, den sie schon einmal gegen uns eingesetzt hatte. Aber sie wusste nicht, dass ich ihren Bann hatte brechen können. Momentan sah ich nichts als rot vor Augen. Aber es brannten sich keine roten Linien in meinen Verstand. Rasch hatte sich dort ein goldener Schutzschild aufgebaut und alles Rot, das mich angegriffen hatte, war hinausgedrängt worden, ehe es sich festsetzen konnte. »Bist du schon tot, Schlampe? Oder brauchst du eine zweite Packung?« Ihre Stimme hatte einen neugierigen Unterton, wahrscheinlich, weil ich noch nicht krampfte, was sie als Reaktion auf ihren Bann ja erwartete. Ich lag reglos da, blinzelte durch fast geschlossene Lider zu ihr hoch und versuchte mich totzustellen. So gewann ich vielleicht genügend Zeit, um mir meinen nächsten Zug zu überlegen. Wook brauchte mich, und zwar sofort. Rechts oben in der Kuppel erkannte ich eine Bewegung. Ammon. In aller Stille hatte er seine Schwester von dem Netz befreit, in dem sie gefangen war. Möglicherweise bereute er seinen Verrat endlich, jetzt da er wusste, dass seine Angebetete ihn am liebsten tot sähe. Selines ganze Aufmerksamkeit gehörte allein mir. Ich hatte vor, daran erst einmal nichts zu ändern. Aber ehe ich Krampfanfälle vortäuschen konnte, traf mich ein weiterer Magieblitz voll in die Brust. »Warum bist du noch nicht tot?« erregte sich Selene lautstark. »Mein Todesband kann niemand überleben!« Jetzt musste ich gar nichts mehr vortäuschen. Ich krampfte, zuckte wild. Aufs Neue vibrierte Rot wie ein mächtiger Glockenschlag durch meinen Körper. Rote Zaubermacht überschwemmte mich und brandete gegen mein Schild aus Gold. Ich erschauerte und stöhnte auf. »Dieses Mal ist es vielleicht doch zu viel«, keuchte ich. Meine Wölfin stupste mich mit der Schnauze an, während Selenes erneuter Todesbann mich einen Weidtanz aufführen ließ. Wieder legte sich ein roter Schleier über meine Sinne, aber auch das kannte ich schon. Es gab keine roten Linien, die ihr Netz um mein Sein spannten. »Sterb, Missgeburt!« kreischte Selene, als ich erneut aufstöhnte. »Sobald du tot bist, wird dein Gefährte wieder mich lieben!« »Niemals!« Seine Stimme von oben war nicht mehr als ein Flüstern. Schlagartig endeten die Krämpfe. Mein Herz raste wie ein Windhund. Die Stimme meines Gefährten wogte durch mich hindurch und löste unzählige Reaktionen aus. Meins. Mein Zorn speiste eine neuerliche Woge Energie in meinen goldenen Schild ein, und Selines Rot, das noch in mir nachhallte, zersetzte sich, als hätte ich Säure darüber ausgekippt. Meine Hände heilten noch im selben Augenblick. Meine Wölfin knurrte und blaffte, drängte mich aufzuspringen und die Hexe endlich in Stücke zu reißen. Anstatt ihr nachzugeben, blieb ich reglos liegen. »Du gehörst mir!« Selene rüttelte an Wooks Ketten. »Deine Gefährtin stirbt, hast du gehört? Sobald sie tot ist, gibt es nichts und niemanden mehr, der unser Beisammensein stört.« »Gehöre nicht dir«, wirkte Rook heiser hervor. »War nie deins.« Ich versuchte, Rook mental eine Botschaft zu schicken. Dabei hatte ich keinen blassen Schimmer, ob Gefährten eine Gedankenverbindung eingehen. »Rook, bitte hör auf mich und spiel mit. Ich bin nicht tot, ich bin hier. Selenes Zauber wirkt bei mir nicht. Sag ihr, dass du sie liebst, Herrgott, nochmal. Tu alles, damit sie die Ketten löst. Tu alles, was dich hierher zu mir nach unten bringt.« Meine Wölfin gebärdete sich in meinem Kopf wie rasend, als ich das vorschlug. Ich ging nicht weiter auf sie ein. »Du warst schon immer gestört«, flüsterte er Selene stattdessen zu. »Bring mich um. Tu es gleich,
Ohne sie will ich nicht leben. Eigensinniger Kerl! Es geht los, signalisierte ich meiner Wölfin. Selene ist ganz mit Rook beschäftigt. Genau der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Zug zu machen. Aber bevor ich aufspringen konnte, spürte ich einen Windhauch und Selenes schwarze, schenkelhohe Stiefel landeten genau neben mir auf dem Höhlenboden. »Siehst du das, Katze?« Sie holte aus und trat mir mit der Stiefelspitze in die Rippen. Ich biss mir auf die Zunge. »Nur jetzt keine falsche Regung, keinen falschen Laut.« Ich musste so tun, als läge ich besiegt von Selenes Todesbann in den letzten Zügen und litt Qualen. »Siehst du? Sie ist schon so gut wie tot.« Schmerz schoss durch meinen Körper. Das Miststück hatte mir mit dem Tritt die Rippen gebrochen. »Es gibt nichts, was meinen Todesbann zu brechen vermag. Auch nicht diese Schlampe hier. Sie kommt nie zu dir zurück.« Da packte ich sie mir. »Falsch, Selene«, sagte ich und riss ihr mit einem kraftvollen Ruck die Beine unter dem Körper weg. Sie schlug rücklings auf den Boden auf und ich wälzte mich auf sie. »Noch bin ich nicht tot«, fauchte ich. Sie bäumte sich auf, versuchte mit aller Gewalt mich abzuwerfen und murmelte dabei leise Zaubersprüche. Nur war ich in meiner Lykanergestalt eine ganze Ecke größer und breitschultriger als sie. Kein Wunder, dass sie es vorgezogen hatte, unsichtbar zu bleiben. »Keine Zauber mehr!« Ich holte aus und versenkte meine Faust in ihrem Gesicht. Selene schrie. Vorerst hatte ich ihren Zauber mitten im Satz gestoppt. »Du miese Schlampe!« Sie drehte und wand sich unter mir. Der Schlag hatte sie ordentlich erwischt, aber die Verletzung heilte in einem geradezu alarmierend hohen Tempo. »Zur Hölle mit diesem Göttinnenmist!« »Oh nein, die miese Schlampe bist du«, zischte ich. »Und das ist dafür, dass du meinen Gefährten gequält und verletzt hast.« Dieses Mal platzierte ich meine Faust auf dem anderen Wangenknochen. Ich hörte es krachen und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass sie die Augen verdrehte und unter mir zuckte und zappelte wie in einem Krampf. »Und das ist für das, was du meiner neu gewonnenen Freundin angetan hast.« Ich schlug die Krallen in ihre Brust und riss tiefe Furchen in die weiße Porzellanhaut ihres Dekolletés. »Kapiert? Jetzt bist du dran mit Sterben, Selene, klar?« »Jessica«, ächzte Rook. Seine Ketten rasselten, als er sich gegen sie stemmte. »Bitte, flieh von hier, geh!« Beim Klang seiner Stimme rollte ich mich von Selene herunter, sprang auf und rannte los, ohne auch nur einen Augenblick nachzudenken. Mit einem Satz hatte ich die Wand der Felskuppel erreicht und kletterte flink wie ein Äffchen hinauf. Oben angekommen, wirbelte ich herum und hechtete auf die Ketten zu, an denen Rook hing. Ich brauchte gerade eine halbe Sekunde, um an ihnen hinunterzurutschen. Rook zu spüren elektrisierte mich. »Ich gehe nicht ohne dich«, grollte ich. Die Schmerzen, die er zu erdulden hatte, mussten unermesslich sein. »Ich gehe niemals mehr irgendwohin ohne dich. Bekomm das endlich in deinen Dickschädel. Wir gehen zusammen oder gar nicht.« Meine Wölfin heulte zustimmend und schnappte glücklich mit der Schnauze in die Luft. Ich zwang mich nach unten zu sehen, an Wooks gepeinigtem Körper entlang. Dann warf ich meine Magie erneut gegen die mit einem bösen Zauber belegten Ketten. Es fiel mir schwer zu überlegen, warum und wie Wooks Körper in diesem Zustand überhaupt noch die lebensnotwendigsten Funktionen aufrechterhalten konnte. Rasselnd holte mein Gefährte Luft, jeder Atemzug bebend und mühevoll. Es schien, als wären seine Lungen kurz davor, ihre Arbeit einzustellen. »Durchhalten«, wisperte ich und suchte mit den Augen die Felskuppel nach der Aufhängung für die Ketten ab, aber es gab keine. Die Ketten waren nirgendwo befestigt, sie hingen einfach so mitten in der Luft. »Wenn wir genug Energie aufbringen, können wir Selenes Zauber brechen, glaube ich. Ehe die Ketten endgültig nachgeben, lassen wir uns fallen, damit wir Rook auffangen können.« In Anbetracht seines Zustands war das eine riskante Sache, aber mir fiel kein besserer Plan ein. Ich verdoppelte meine Energie, genau in dem Moment, in dem ich Selene unten am Boden geräuschvoll Atem schöpfen und dann stöhnen hörte.
keine Zeit mehr. Jessica, bitte, geh, presste Rue kurzatmig hervor. Er wurde schwächer, musste sehr darum kämpfen, bei Bewusstsein zu bleiben. Er kämpfte gegen das an, was Selene ihm angetan hatte, vor allem gegen den Zauber, mit dem sie ihn belegt haben musste. Aber ich konnte spüren, wie ihn seine Kraft allmählich verließ. So viel Kraft. Die Magie, die seine Lebensenergie speiste, versiegte. Aber sie hatte gereicht, um beim Klang meiner Stimme noch einen von Selenes Bannsprüchen zu brechen. Ich möchte, dass du am Leben bleibst. Bitte, Jess. Rook, hör mir zu. Ich legte so viel Macht in meine Stimme, wie ich nur konnte. Ich bleibe hier und wir beide stehen das gemeinsam durch. Ich bin dabei, die Ketten aufzubrechen. Wenn es soweit ist, fange ich dich unten auf. Wieder bewegte sich etwas am Rand meines Blickfelds. Wieder Emmen. Wir können uns Emmen zunutze machen. Er stand am Rand des Alkovens, den leblosen Körper seiner Schwester auf den Armen. Sie war nicht mehr in das schreckliche Netz gewickelt, aber über und über mit getrocknetem Blut bedeckt. Emmen, rief ich verzweifelt, du musst uns helfen. Hilf uns, und du stehst nicht mehr in meiner oder deiner Schwester Schuld und bist frei, obwohl du für deinen Verrat den Tod verdient hättest. Als Naomis Hüterin hatte ich das Recht, auf diese Schuldforderung zu verzichten. Wenn er auf meinen Vorschlag einging, konnte ich mich später immer noch um eine angemessene Bestrafung kümmern. Ich schlug einen anderen Tonfall an, um ihn doch noch zum Umdenken zu bewegen. Bitte hilf uns. Uns läuft die Zeit davon. Wütend wie immer spie Emmen mir entgegen. Dir würde ich nie helfen. Ich bin dankbar dafür, dass du ihr dein Ende finden wirst. Sein Blick ging hinunter zu Selene, die jetzt hustete und ihre Beine bewegte. Zum Henker damit. Ich hätte nicht ihrer zurückkehren sollen. Emmen! Endlich fand ich heraus, um was für einen Zauber es sich handelte, mit dem Selene die Ketten belegt hatte, und meine Wölfin arbeitete mit der ganzen Macht unserer Magie dagegen an. Sobald deine Königin herausfindet, dass du ein Verräter bist, dass du die letzten Jahrhunderte deines Lebens damit verbracht hast, Selene zu helfen, hast du dein Leben verwirkt. Hilf mir jetzt und ich verspreche dir, dass du am Leben bleiben wirst. Ich schwöre es sogar bei meinem eigenen Leben. Von dir will ich nichts und nehme ich nichts, giftete der Vampir. Ich gehe weit weg und meine Schwester wird sich erholen, fern von dir und deinen schmutzigen Tricks, mit denen du andere manipulierst. Wir kommen schon ohne dich zurecht, genau wie wir das vorher auch schon getan haben. Das bezweifle ich sehr. Erste Goldfäden meiner Magie fanden ihren Weg hinein in die Ketten. Mit jedem Augenblick, der verstrich, wurde Selenes Zauber schwächer. Ich würde schon bald springen müssen. Halt durch, Schatz. Emmen, rief ich zu ihm hinüber, du hast vergessen, dass deine Schwester mir Treue geschworen hat. Anders als du ist sie jemand, der um der Ehre willen einen Schwur bis zum letzten Atemzug halten wird. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie dich verlässt und zurückkehrt, um meinen Tod zu rächen? Außerdem wird sie sehr böse auf dich sein. Aber hier und jetzt kannst du deine Ehre wiederherstellen. Mit dir rede ich nicht mehr, blaffte Emmen. Seine Stimme war heiser vor Wut. Er trat einen Schritt näher an die Felskante heran. Dabei trug er immer noch seine Schwester auf den Arm. Gefühle waren offenkundig etwas, womit er nicht gut umgehen konnte. Dir jedenfalls helfe ich nie und nimmer. Selene setzte sich auf. Ihr Gesicht war fast völlig verheilt. »So ist's recht, Liebling«, gurrte sie und blickte hinauf zu Emmen. »Du sollst dir auch gar nicht helfen, sondern mir. Vorhin, das war dumm von mir. Ich habe versäumt, dich dafür zu belohnen, dass du deine Schwester zu mir zurückgebracht hast, mon chéri. Bitte vergib mir.« Sie stand auf, was ihr offenkundig keinerlei Schwierigkeiten bereitete. Das schwarze Leder ihrer Corsage klappte auf der Vorderseite, wo ich es mit meinen Krallen zerfetzt hatte, auf. »Komm her und zeig mir, wie sehr du mich liebst. Es ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das war.
Komm, Emmen, erinnere mich an unser gemeinsames Eheglück, an die Liebe, die wir einst füreinander empfanden. Eheglück? In Gedanken versunken, zögerte Emmen. Wieder war er verwirrt. Seine Miene verriet, wie sehr er sich wünschte, er könnte Selenes Worten vertrauen. Das stand ihm ebenso ins Gesicht geschrieben wie Schmerz und echte Not, die bald tiefer Sehnsucht wich. Dennoch hatte er mein Mitleid nicht verdient. Mist, er hatte nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. »Emmen, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Wach auf«, fauchte ich. »Sie frisst dich doch mit Haut und Haaren und das Unverdauliche spuckt sie aus. Bist du wirklich derart dumm?« Er hatte nicht einmal einen Blick für mich. Ich setzte noch mehr von meiner magischen Energie in den Ketten frei. Meine Wölfin knurrte und schnappte nach ihnen und versorgte uns beide mit noch mehr Adrenalin. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt einzig und allein der Aufgabe, unseren Gefährten zu befreien. Emmen traf seine Entscheidung. Vom Alkoven herüber blickte er zu mir. Das Kerzenlicht sorgte dafür, dass über sein totenbleiches Gesicht unheilvolle Schatten huschten. Naomi hatte sich kein Stück gerührt, nicht einmal mit dem kleinen Finger gezuckt. Ich betete darum, dass sie bald erwachte. Ich war ganz sicher, dass sie noch am Leben war. Selene würde noch ein bisschen mit ihr spielen und sie auf viele verschiedene Arten bestialisch foltern wollen, ehe sie ihr schließlich den wahren Tod geben würde. Emmen drehte sich um und legte Naomi hinter sich in die Nische. Sehr achtsam, fast schon zärtlich, suchte er eine geschützte Ecke für sie. Als er sich wieder zur Höhle umdrehte, galt sein Blick allein Selene. Er hatte sich also entschieden und wartete auf seine Befehle. Selene begriff sofort. Er gehörte ihr. Er hatte schon immer ihr gehört, auf eine sehr verdrehte, für ihn peinigende Art. »So ist's recht, mon chéri«, gurrte sie. »Kämpf an meiner Seite, und ich werde dich belohnen. Wir kehren an den wunderschönen Ort zurück, den wir miteinander teilen. Nur du und ich.« Sie war gut, und das widerte mich an. Die Ketten erbebten und klirrten. Meine Magie hatte sich um Selenes Zauber gelegt, erstickte ihn. »Gleich haben wir es geschafft«, meine Wölfin bellte. »Emmen«, rief ich und hoffte, ich könnte erneut seine Aufmerksamkeit gewinnen. »Du bist ein Narr, und ich werde dich deine Entscheidungen bereuen lassen, jede einzelne, das verspreche ich dir.« Selene stolzierte durch den Saal, und an ihren Fingerspitzen tanzten rote Funken. »Beiß den bösen Wolf, Emmen«, rief sie. »Tu es für mich, und wir werden wieder zusammen sein und uns lieben.« Emmen warf sich von der Alkovenkante aus hoch in die Luft. Zeitgleich brach der Zauberbann, mit dem Selene die Ketten belegt hatte. Rook stürzte, aber ich war schon unterwegs, den Ereignissen einen Schritt voraus. Ein Sekundenbruchteil, ehe mein Gefährte in meinen Arm landete, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf. »Jess, wir sind hier. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.« Die Stimme meines Bruders. Ich fühlte mich wie der Ehrengast einer Überraschungsparty. »Wir hatten ein paar Schwierigkeiten, uns in diesem Irrgarten zurechtzufinden, und ich musste mich in einen Menschen zurückverwandeln.« Ein Felsbrocken auf der gegenüberliegenden Seite der Kuppel bewegte sich. Ich sah es, als ich Wook gerade auffing. Der Schwung, den sein tiefer Sturz mit sich brachte, riss mich um und wir landeten beide auf dem Boden. Und genau da gellte laut und wütend eine weitere Stimme durch die Höhle. »Was zum Teufel geht hier vor, Hennern? Sieht aus, als könntest du ein bisschen Hilfe gebrauchen.«